So Leute, da sind wir beim nächsten Video und wie immer bei diesen Openings dabei, Robin. Hallo. Robin, wir sind auf Phyrexia. Yes. Wir sind alle infiziert mit irgendwelchen toxischen Sachen. Oh nein, Feather, nicht. Nicht du auch noch vom Phyrexianischen. Wie geht's dir? Mir geht's fabelhaft. Ich freue mich mega auf das Set. Da sind ein paar richtig, richtig schicke Karten dabei. Ich habe es eben schon kurz vor der Aufnahme reingezeigt. Bei meinem letzten privaten Draft habe ich dieses Schätzchen hier gezogen. Den guten Warren Klecks. Du hast ja auch noch eine Shealdred gezogen. Ja. Das heißt, genau, in einem Booster Open. Das heißt, jetzt fehlt uns noch Elishnorn, Urabrusk oder Jinkatexian. Das wäre ja der absolute Hammer. Ziehen wir aus den Set-Boostern, easy. Ja. Easy. Solange ich keine von den Secret Layer-Versionen finde, weil die habe ich mir jetzt erst alle bestellt. Hm, okay. Das wäre jetzt sehr schade, wenn ich die ziehen würde. Genau, dann. Wie immer, wir machen die gleichzeitig auf. Ich switche hin und her. Und dann seht ihr, ob da irgendwas Cooles bei rumgekommen ist, wie zum Beispiel dieses Phyrexian-Beast. Und ja. Genau, dann ansonsten schauen wir doch mal rein. Enjoyed das Opening. Das direkt, ist doch schon ein geiles Teil. Ich liebe diese Basic Lands. Die erinnern mich sehr an diese Metal Secret Lair, die es mal gab. Und wir haben es schon mal, vor zwei Unboxings haben wir auch schon mal gesagt, es lohnt sich kaum noch Secret Lair Drops zu kaufen, nur mit Basic Lands, weil diese Qualität in Foil und es gibt ja noch diese Slick-Oil-Dinger, die lohnen sich tausendmal mehr, finde ich. Ja. Das ist auf jeden Fall schon mal cool. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, ansonsten Set-Booster, weil Set-Booster toll sind. Yes. Duress. Hast du es denn, nochmal seit dem Pre-Release Ossification tatsächlich Pioneer? Ah, Ossification. Ich liebe den Namen Ossification. Es gibt nichts Tolleres. Hier auf meinem Channel kann ich sagen, der Ossification finde ich großartig. ich habe auch eine Ossifikation. Nice. Diese verdammte Ossifikation. Richtig, genau das. Ah, aber hast du es denn nochmal Limited gespielt eigentlich, seitdem es rausgekommen ist? Gar nicht, tatsächlich. Okay. Tatsächlich gar nicht. Sinew Dancer, sehr, sehr cool. Eine der ersten Leaks, die wir hatten. Oh, stimmt. Oh, das Mirian Safe House. Das hat mich schon so viele Fragen gekostet. Es hat alle aktivierten Fähigkeiten von anderen Ländern. In allen Friedhöfen. Ja. Okay. Ja. Aber auch Mana-Abilities? Das heißt, ja genau, Mana-Abilities, weil es eine aktivierte Fähigkeit ist. Aber du kannst das Ding auch tappen, opfern. Und ein Land raussuchen, wie zum Beispiel ein Ding. Und das ist teilweise sehr, sehr strange. Das ist wirklich aber auch strange. Cool, also eine coole Version von einem 3-Mana-Mana-Rock für Commander, finde ich. Also, die sind ja so ein bisschen out of favor gefallen. Aber ziemlich cool. Was hast du da? Es ist ein Monument of Perfection. Es gab damals einen Segeldrachen des Reisenden, sehr gute Karte. Ja. Der wurde dann getoppt von einer Karte aus Ixalan, die irgend so ein Travelers-Amulett, was auch irgendwie rausgesucht hat. Wenn es irgendwann so viele waren, hat sich's umgedreht in ein cooles Land. Und jetzt haben wir Monument of Perfection. 2 Mana, 3 Mana tappen, würde ich so direkt nach einem Standardland, Locus oder Sphere, und nehmen es in die Hand. Und für 3 Mana können wir dir zum 9-9, alle anderen Fähigkeiten werden verloren, Indestructible, Toxic 9 Koloss werden lassen. Können wir aber nur machen, wenn wir 9 oder mehr unterschiedliche Namen haben auf dem Feld an Länder. Ah, spannend. Großartig. Für Commander richtig cool. Ich verstehe nicht, warum Leute es nicht mehr spielen. Ja. Und, Mühe. Wie kommst du eigentlich mit deinem Mühe-Commander-Deck voran? Hast du's, mir fehlt der Commander. Ach so, okay. Aktuell fehlt mir der Commander. Ansonsten bin ich dran. Ich bin tatsächlich dran. Ich verkaufe keine Mühe. Ich verschicke keine Mühe. Ich behalte alle meine Mühe. Mühe sind großartig. Alle bleiben Mühe bei dir. Yes. Du musst dir noch so ein Notizbuch anschaffen mit einfach ganz vielen Mühe-Wortspielen, die du dann einfach da alle reinstecken kannst. Ja. Das wird mir keine Mühe machen. Mach dir da nicht zu viel Mühe. Phyrexian Atlas. Genau, ich mach mir da nicht zu viel Mühe. Vanish of Eternity. Bring the Ending. Oh, sehr cool hier mit dem. Ja, das sieht schon cool aus. Gut. Ey, dieses Artwork, ne? Das muss ich auch mal ganz kurz sagen. Ist super scary einfach. Also, hier Michael Walsh. Was zum Teufel, Alter? Was zum Teufel? Ja, das ist schon heftig. Scheming Aspirant. Nation Glare. Watchful. Die Veils finde ich auch sehr interessant. Ja. Oh, yes. Sehr, sehr coole Karte. Sinew Dancer. Genau. Und Rook Hexgold Nebber. 3 Mana, 2/2 Trample Haste. Cool. Whenever an equipped creature you control other than this creature attacks or dies, you may attach all equipments attached to that creature to Rook. Oh, spannend. Ja, ist eine wirklich coole Karte. Rustle. Und ein
Unkus Grand Metatag. Was zur Hölle? Ah, okay. Tappen, ziehen wir eine Karte, werfen eine Karte ab. Artefakt-Kreaturen kriegen plus 1/1. Phyrexian wird zum Artefakt irgendwas, eine Kreatur. Für drei Mana zurück. Was zur Hölle? Unkus, ich kann den nicht einschätzen. Hm. Naja, gut. Guck mal, was ich hier noch habe. Ein Staff of Completion. Nice. Den hast du ja noch herausgestellt im Podcast, dass dir die Karte sehr gut gefällt. Ja. Ich finde die wirklich cool, alleine weil es auch eine Throwback-Karte ist. Finde ich sehr geil. Und dann habe ich noch eine Transplant Theorist. Ich wollte gerade schon Terrorist sagen, aber das ist es ja nicht. Nee, ist kein Terrorist. Ist ein Theorist. Theorist. Ein Theorist ist kein Terrorist. Genau. So, next pack. Dann. Next pack. Das Art. Was ist das für ein Artwork? Ist das nicht diese What-If-Artwork von der Nahiri, wo sie dann nicht completed ist? Nahiri, die Unforgiven. Oh mein Gott, ist das ein geiles Artwork. Ja, das ist schon echt sick. Wow. Ah, nice. So ein wow. Foil ein Basic Foil. Land. Lieben wir. Atrocity. Sinew Dancer immer normal. Krass. Ja. Wie findest du diese Special-Version in Draft-Boostern? In Draft-Boostern finde ich es nicht gut. Ich finde es überhaupt nicht gut. Auch, dass wir zum Beispiel die phyrexianischen Sachen in Draft haben und so weiter, finde ich nicht gut. Ich wirklich hier, nicht diese gut. Karte muss ich mal kurz herausstellen, die ist halt in Limited echt ein Biest, ne? Drei Mana vor Myrodin-Equipment und das equipte Kreatur hat, oder die equipte Kreatur hat Double Strike und die kommt ja mit einem 2/2-Token. Deswegen, ich finde das Archetyp von Equipments richtig geil in dem Set. Ja. Lustigerweise, in Deutsch hat sie einen Fehler. Echt? Ach so, weil sie in, alle. In Deutsch fehlt das U-Control. Okay. Ach so, von Other Equipments. Equipments. Genau. Other Equipments. Das heißt, auch die von anderen Leuten würden günstiger dadurch. Okay, crazy. Das sind halt so richtig seltsame Toxic-Viecher, die ich auch gefühlt noch nie gesehen habe. Und was ist das denn? Goliath Hatchery, 6-Mana-Enchantment. ETB bekommt 2/3/3 Beast Phyrexians mit Toxic 1 und bei Corrupted. At the beginning of your upkeep, if an opponent has 3 or more poison counters, choose a creature you control, then draw cards equal to its toxic, total toxic value. Ah. Okay. Spannend. Spannend. Aber wahrscheinlich auch zu teuer, um spielbar zu sein. Noch ne. Zenith Chronicler. Whenever a player plays their first multicolored spell each turn, other player draws a card. Geil. Kann man machen. Mirror-Converter. Ich habe einen Truhen. Ey, der hat mir letztens den Draft gewonnen. Der ist so ein Beast in Limited, Karte. Wirklich. Sehr, sehr lustige Karte, aber sonst nicht so wert. Und eine Surgical Bay und Karte von der Liste. Nichts wert. Aber es ist instant, die Gegner zum Angreifen zwingt in Schwarz. Nicht schlecht. Ja. Next Pack. Next Pack. Bisher noch nicht so ultra krasses, oder? Nee, auch wirklich geht momentan so. Aber ich finde auch das Set, also ich bin ja immer noch ein sehr großer Fan vom Set. Oh, schon wieder ein Foil Full Art. Geil. Ich bin auch ein großer Fan vom Set. Ich finde das Set wirklich gut. Und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert davon, weil wie das Set abliefert einfach. Und es gibt halt auch wirklich ein paar Karten, die schon echt ein Pioneer sehr relevant sind. Der neue Scralf ist ziemlich, oder der Scralf, die Karte, ist ziemlich, ziemlich gut. Ja. Wird ziemlich viel gespielt in Mono-White, in Enchantment-Decks. Einfach dieser Schutz auf einer Kreatur ist. Okay. Wandert da mir entweder hier so ein Eternal Wanderer hier rein? Ja. 6 Mana, 5 Loyalty Planeswalker. Ziemlich, ziemlich cool und ziemlich broken in Limited, finde ich. Yes, absolut. Wird er irgendwo. Ist auch im Standard wird er tatsächlich gespielt. Da genau, und der wird ausprobiert in Control, in Pioneer, soweit ich weiß. Yes. Yes. Ja, und ein Kumpel von mir spielt halt Mono White mit Range, deswegen da wird er auch gespielt. Okay. Da passt der auf jeden Fall. Genau, und. Ich habe nur ein Slobot. Und voll noch ein Dude. Jorkadin. Das ist der Rebel Human. Einer von 2 Humans im ganzen Set nur. Es gibt gar nicht so viele. Ja, okay, krass. Ja, ich habe noch so einen Slowbart, der macht halt nicht so viel. Ah, okay. Aber guck mal, ist das nicht ein anderer Might-Creature-Token, wie den, den man kennt? Das ist ein, genau. Es gibt einen Might, der von einer Karte gemacht wird, die von Sheoldred-Seite ist. Ah, okay. Und es gibt Mights, die von nicht von Sheoldred sind. Die sind von Sheoldred. Ah. Und die du hast, sind, glaube ich, von
Deine sind, glaube ich, von Chioldred, meine sind von Elshnorn. So ist es. Ah, okay, so rum macht Sinn. Und die ganze Story geht ja auch so ein bisschen drum, dass die ja alle ein bisschen pissed auf Elshnorn sind. Ja. Zu Recht. Und zu Recht. Und ja, dementsprechend geht da Party. Ich glaube, ich habe noch keine Elshnorn gezogen gesehen bisher. Also in meinem Umfeld. Wieder. Noch eine blaues. Du hast ein schwarzes, ich habe blaues. Richtig cool. Sehr cool, sehr cool. Richtig cool. Ah, die Skullbombs. Ich finde, die Skullbombs fände ich so gut, wenn die nicht nur als Source reaktiviert werden könnten. Dann wären die so gut. Generell, sie packen momentan echt sehr viele Sicherheitsmechanismen rein. Auch sowas wie, triggert nur einmal pro Zug. Finde ich halt auch immer so ein bisschen, buh, langweilig. Traut euch endlich mal. Chioldred's Edict. Eine der besten Karten tatsächlich darin. Gerade weil sie auch einen Token-Kreatur opfern lassen kann. Und das gegen Marit-Lage oder ähnliches halt absolut broken. Absolut. Wird auch, oder ich will es auf jeden Fall noch in Rakdos spielen. Ich sehe es momentan mehr in Mono Black mit Range-Listen in Pioneer. Aber es ist sehr gut. Und meiner Misstep, auch eine Karte. Geil. Auch hart gespielt tatsächlich. Freue ich mich über beide. Habe ich mir beide bestellt. Jetzt habe ich von beiden drei. Das ist okay. Aber kann man ja auch nie genug haben. Also sie werden ja wahrscheinlich in mehreren Decks gespielt. Ja, absolut. Noch ein Sinew Dancer und was ist das denn? Ich habe hier ein Malkator, Purity Overseer. Er macht Gollums. 3-3 Gollums. Okay. Okay. Nicht so super relevant. Hey, mein vierter. Geil. Mein vierter Spelldancer, sehr Legacy, cool. Legacy, Staple? Sehr, sehr cool. Staple, er wird auf jeden Fall lustig gespielt. Und der hier, den finde ich auch ganz witzig. 3x3-3 Menace und er fügt zu Beginn des Upkeeps 2 Damage zu, es sei denn, er kontrolliert 2 oder mehr Basic Lands. Mm. Richtig witzige Karte, weil niemand spielt Basic Lands. Stimmt. Und ich habe tatsächlich eine Secret Lair, die Marika Brutal Gladiator. Das ist, glaube ich, der Bärkämpfer. Stimmt. Wie heißt der denn nochmal? Jetzt fällt mir der Name gar nicht ein. Ahnung. Egal. Wir sollten MTG Malone fragen, der kennt ihn. Ja, ich eigentlich auch, aber ich habe auch schon ewig kein Street Fighter mehr gespielt, bin ich ganz ehrlich. Das letzte Mal in einem Club in Virtual Fighter Spieler. okay, das ist ein bisschen her. Ja. Einmal ein Rebel Talk so. Und ein Elishnorn Artwork. Oh, ich habe es aber auch mit diesen Metal Lands. Ich habe gefühlt irgendwie nur die oder Foil normale Basics gezogen bisher. Ja. Ich würde mich nicht beschweren. Ich beschwere mich gar nicht. Dross, Kurgemnarch, okay. Rebels. Ich muss sagen, Salvo. Der Izzet-Archetyp, also es sind ja diese Signpost-Uncommons, die immer so ein bisschen den Archetyp vorgeben. Tatsächlich, Izzet ist gar nicht so gut. Der ist so ein bisschen, also kommt ganz schwer zusammen, finde ich. Dieser Spellslinger-Archetyp, davon gibt es halt irgendwie nicht so viele. Ja, stimmt. Hier ganz lustig, hier wirklich wie Koff und Elspeth nochmal zusammenkommen. Ja. Finde ich so schön, dass sie sowas halt auch mal als Story-Parts mit einem, davon hat Magic früher gelebt. Ja, voll. Und tut's heute leider irgendwie nicht mehr. Ja, wobei es kommt ja jetzt auch ein bisschen mehr. Oh, und speaking of Wanderer, hier haben wir noch ein alternatives Artwork-Wanderer, wenn der Wanderer denn completed gewesen wäre. Spannend. Mm. Hübsch. Spannend. Aber geil, hübsch. Geil, dass ich sie geöffnet habe, weil ich war mir am Überlegen, ob ich mir 2 davon holen soll. Jetzt habe ich 2. Geil. So. Und noch mismatched, genau wie du es magst. So, genau, und mismatched. Und, hier, weiß ist auf jeden Fall ein Thema bei mir. Ja, aber du gewinnst. Das gewinnst du easy. Ja, wow. Ist Scrafe so viel wert? Ich habe mir den recht früh bestellt tatsächlich. Ich glaube 5, 6 Euro. Ah, cool. Aber der ist auch richtig gut. Das Ding ist richtig cool. Geil. Ich liebe es. Und ist mein vierter. Ich habe mir 3 davon bestellt, weil ich noch so viel Guthaben auf Cardmarket hatte. Und jetzt habe ich hier meinen vierten. Geil. Freue ich mich. Mega. Yes. Und das ist wirklich, das ist eine gute Karte. Sinew Dancer. Und ich habe noch eine, ich habe deine Glitzer. Ja, geil, Glitzer. Sunslayer. Habe ich mir auch viermal bestellt. Extended. Ist ziemlich, ziemlich nice auch. Ach ja, schön. Jetzt voll noch das hier. Ah. Ja, das sage ich. Also das Set, meiner Meinung nach, ist das ein Set, das liefert einfach. Ja, man hat selbst in so etwas mittelmäßigeren Boostern hat man immer noch den, also sowas hier, hat man immer noch sowas wie Chioldred's Edict, Minor Misstep oder eben diese Länder, wo ich sagen muss, das ist so, so cool. Also diese Länder machen sehr viel aus und selbst in, wie gesagt, in den schlechtesten Boostern machen die noch mal reißen die es nochmal raus manchmal. Voll. Und also deswegen.
Ganz, ganz anders zu Brothers War, was wir vor ein paar Videos aufgemacht haben. Finde ich, das Set, kann ich mir gut vorstellen, dass es auch längerfristig noch Relevanz hat, weil sehr viele spielstarke Karten drin sind, sei es für Commander mit sowas wie irgendwie Staff of Completion oder so, als auch für Pioneer und sonst nimmt man halt noch die Basic Lands mit oder du hast ja auch das Minor Misstep und Sheoldred's Edict, was ja auch in älteren Formaten noch gespielt wird. Also da ist viel drin, da ist ein hohes Power Level drin und ich bin auch immer noch sehr großer Verfechter von Phyrexia All Will Be One. Ich muss unbedingt mehr im FNM spielen, weil ich hab mega Bock, noch mehr Promos davon aufzumachen. Genau, Promo-Packs und auch Booster und so weiter. Oh ja. Und das ist ein gutes Set. Ich hoffe, wir können das nächste Set auch wieder aufmachen. Aber natürlich der Hinweis hier auch nochmal, wenn ihr Karten haben wollt von Phyrexia All Will Be One, bestellt euch auf jeden Fall die Karten lieber einzeln, weil auch wenn sie teuer sind, da habt ihr garantiert eine und wenn ihr irgendwie Geld ausgebt für Booster und ihr habt sie dann nicht drin und ihr habt nicht euren Wert wieder raus, dann habt ihr ein Minusgeschäft gemacht und es macht Spaß für uns, aus Unterhaltungszwecken die mal aufzumachen. Und ihr habt ja was auch von dem Video drauf, wir können noch mal über das Set sprechen, das ist echt cool. Aber ich würde jetzt nicht drauf bauen, mir meine Skrelfs oder meine Wandering Emperors aus Boostern zu ziehen, das lohnt sich nicht. Also ich glaube, ich wäre günstiger dran gewesen, die zwei Eternal Wanderer mir so zu bestellen, als jetzt irgendwie die sechs Booster mir zu kaufen. Deswegen Mit Abstand. Deswegen, da nochmal der Hinweis. Booster öffnen macht Spaß, aber stellt euch darauf ein, dass ihr im Minusgeschäft nach Hause geht, wenn ihr das macht. Absolut. Und wenn ihr mehr von Robin oder mir sehen wollt, könnt ihr entweder Robins Kanal abonnieren, meinen Kanal abonnieren. Im optimalen Fall beide. Am besten natürlich beide. Ja. Und alle Videos von uns beiden liken. Genau. Dankeschön. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Genau. Bis dahin. Haut rein. Ciao.